Für euch in mein Tagesenergie am 31. Juli 2017. Die Energie des Tages ist etwas in Waagschale liegen, abwiegen, vergleichen, ausgleichen und dann Entscheidungen treffen. Bei diesen Entscheidungen ist auch wichtig, die inneren Stimme hören oder auf unseren Visionen. Und das ist ein Vorteil bei den Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen, bei Krebsgeborenen, aber auch bei Steinbockgeborenen. Die Visionen verwirklichen, das können gerade auch die Schützengeborenen, aber sie glauben das noch nicht. Und wichtig ist die Überzeugungskraft und nicht ablenken oder ablenken lassen, weil genau das führt zum Erfolg bei den Schützengeborenen. Unerwartete Ereignisse, damit können auch die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen rechnen und das ist angenehm und schön, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Aber das kann auch eine Überraschung sein. Mit Überraschung oder ein Geschenk oder Einladung können auch die Skorpiongeborenen gerade rechnen. Näheres erkläre ich in meinen Tageshoroskopen und dann erzähle ich das ganz ausführlich auf jede Tierkreiszeichen bezogen. Und das war mein Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Dendera Susanna Medici.